Unsere Ausstellung Farbräume Kaubner Melotti hat ja viel mit Meditation und Kontemplation zu tun. Der Herausgeber des Werkverzeichnisses der Bilder von Mark Rothko, David Anfam, beginnt seine Einführung mit folgendem Zitat des wichtigen deutschen Romantikers Caspar David Friedrich: Ein Bild muss nicht erfunden werden, sondern gefühlt werden. Beide unsere Künstler arbeiten ja in ihren Bereichen mit dem Ziel, uns, die Betrachter, für einen Moment aus unserer hektischen Zeit des Jetzt und Hiers herauszunehmen und dabei ihre Kunst körperlich zu erfahren. Betreten wir also den Raum, unseren Ausstellungsraum, erfüllen wir förmlich eine Stille und Ruhe, eine Harmonie und Zeitlosigkeit. Wir hören uns sozusagen selbst atmen und beginnen auch das Atmen dieser Kunstwerke zu spüren. Wir erleben, wie unsere Körper langsam Schritt für Schritt herunterfahren und sich unsere Wahrnehmung auf der anderen Seite durch die Kunst schärft. Wir sind hier in unserer aktuellen Ausstellung. Fausto Melotti trifft auf Gotthard Kraupner. Unsere Ideen, Kunst zusammenzuführen, um sie besser sichtbar zu machen, im Duett sozusagen. Da gab es schon Vorläufer wie eben auch Klee und Melotti. Es gab Picasso und Goya, es gab Beck und Nolde, alles Künstler, die sich gegenseitig irgendwie befruchtet haben oder zumindest Gemeinsamkeiten hatten, die man eben in der Zusammenstellung besser sichtbar machen konnte. Das haben wir hier auch bei den Keramikarbeiten diesmal von Melotti und den Werken von Kraupner. Melotti ist eigentlich bekannt für seine Skulpturen und nicht so sehr für seine Keramik, obwohl er gerade die Keramik nach dem Zweiten Weltkrieg ausschließlich gemacht hat. Also sein Atelier ist zerbombt worden und er war so geschockt. Da hat er sich einen Brennofen geholt und hat angefangen, mit diesem Material Keramik zu experimentieren, was ihm ganz wundervoll gelungen ist. 15 Jahre lang hat er das gemacht und hat die wunderbarsten Nuancen in der Glasur hinbekommen, wie man eben auch hier bei diesen Exponaten sieht, die eine wunderbare Verbindung eben mit den Farbraumkörpern von Gotthard Kraupner eingehen. Den Italienern nach dem Zweiten Weltkrieg war die Keramik ganz wichtig. Sie haben sie als Kunstform im Grunde in der Tradition der Etrusker und der Römer gesehen. Deswegen ist die Keramik bei den Italienern gerade in den 50er, 60er Jahren eine bedeutende Rolle. Ja, und bei den Keramiken haben wir uns auch auf die Formen konzentriert und begrenzt, die sehr einfach sind, also meistens Gefäße, wo dann eben vor allen Dingen die farbliche Gestaltung in den Vordergrund kommt und weniger die Form eine wichtige Rolle spielt. Genau, es sind hier mehr diese Art, wenn man in Anführungsstrichen Gebrauchskeramik, Schalen, Vasen, aber er hat eben auch wirklich Skulpturen, figürliche Skulpturen in Keramik gefertigt. Picasso hat ja auch mit Keramiken gearbeitet und grundsätzlich ist es kein einfaches Material, weil es ja schnell in die Dekoration abdriftet. Aber ich finde eben gerade hier bei diesen ganz reduzierten Formen und eben Schalen von Melotti ist diese Kunstform, eben die Gestaltung der Durchsichtigkeit, der Farbigkeit, eben wie es eben auch bei Gotthard Kraupner wichtig ist, kommt in den Vordergrund und springt eben in dieser Technik die Kunst in den Vordergrund. Ja, es ist die Farbe eigentlich. Die Farbe
in jeder Keramik, wie auch die Farbe in den Bildern von Gotthard Graupner, dass die Farbe eigentlich zum Gegenstand wird, dass die Farbe entwickelt ihr Eigenleben, und das ist einfach das Großartige, dass es eigentlich in ganz anderer Form nicht mehr benötigt, sondern eben die Farbe für sich spricht. Hier stehen wir vor einer wunderbaren Kombination von einer Keramik von Fausto Melotti mit zwei Arbeiten Gotthard Graupners. Und hier bei dieser Arbeit von Melotti sehen wir eine eigenartige Form. Es ist fast wie eine Trompete, also er hat eine Form erfunden. Aber worauf es uns ankommt, noch mehr als die originelle Form, ist eben die Lasur und die Farbigkeit hier auf diesem Objekt. Und wenn man diese beiden Werke zusammensieht, sieht man, wie sie eben wunderbar miteinander korrespondieren und harmonieren und eine Einheit bilden. Und dass beide Künstler eben ein gleiches Interesse gehabt haben, nämlich an dieser durchsichtigen Farbigkeit, die irgendwie in den Raum hinausgehen. Ja, das ist... Was ich auch finde, ist eben die Vielfarbigkeit, was eben bei der Melotti Keramik rauskommt oder auch jetzt bei beiden Bildern von Graupner, wie sieht man auch, jetzt auch an der Seite sieht man es, wie sich das Bild entwickelt, wie viel Schichten Farbe auch kommen, gerade an dem Kleinen. Und hier ist es fast nur diese Farbe Orange, die ganz zart ist. Aber wenn man sich lange davor stellt, fängt sie an zu schweben, fängt sie an, sich zu entwickeln. Sie entwickelt wirklich ein Eigenleben. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich auch die Kunst von Graupner eben ausmacht. Dieses wunderbare Meditative auch dieser Kunst. Auch das Kissen, das er eben verwendet hat, das rausgegangen ist aus dem flachen Tafelbild, in die Form eines richtigen Kissens, das ja schon sozusagen andeutet, diese Farbe will raus in den Raum, soll raus in den Raum. Kissenbilder, wie er sie früher nannte, hat er zu Farbraumkörpern, was ja auch viel sagt. Die Farbe braucht den Raum. Und das hat er ganz bewusst, hat er seine Bilder ab den 70er Jahren nicht mehr Kissenbilder, sondern Farbraumbilder genannt. So gesehen hat Gotthard Graupner mit seinen Farbfeldkörpern absolut Kunstgeschichte geschrieben. Es ist sozusagen eine Erfindung von ihm gewesen, aus dem Tafelbild rauszugehen und dann in diese Kissenform zu kommen, um ihm, wie schon gesagt, anzudeuten, dass der Farbkörper, die Farbe, sich in den Raum ausweiten soll. Musik.